Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich ja, Malzahn. Ja, wisst ihr noch, früher, als es ruhig war? Vorbei die Zeiten, der Sturm ist wieder aufgebraust. Und los geht's. Und er kennt keine Gnade. Reini war schon wieder online. Juhu, ich wollte doch heute Pause machen. Keine Chance. Also er hat heute zweimal gestreamt und die nehmen wir jetzt auch noch mit. So, ich bin so im Reini-Fieber gerade. Es ist ein Stück weit auch pathologisch, glaube ich, mittlerweile. Ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer. Reini, ich hänge jetzt an deinem Leben, also benimm dich. Berühmte letzte Worte. Schnitt. Ja, zwei Sachen möchte ich sagen. Einmal zum lieben Struwwelreiner. Da war der Link defekt bei mir in der Videobeschreibung. Der sollte jetzt wieder gehen. Und heute kommt das Video raus. Also heute am Sonntag. Am Sonntag, dem 29.01. Vielleicht sage ich es nur so. So. Und dann guckt euch das an. Es ist immer noch großartig. Es wird ja immer nur großartiger. Je länger wir warten, desto großartiger wird es. Es ist jetzt schon ziemlich großartiger. Ja, Dankeschön. Und das Zweite war, dass im vorletzten oder im letzten Livestream, wo er die Gäste mit reingenommen hat, da offensichtlich ja tatsächlich Leon Mascher mit im Voice-Chat war. Das Spannende daran ist, dass als ich das Video kommentiert habe, es mir nicht aufgefallen ist. So, da war einfach nur jemand in der Leitung, der offensichtlich vorher das Wort Digger und Alter, der dafür bezahlt wird, dass er das oft benutzt. Ich glaube, das war einfach, vielleicht hat er eine Kooperation mit den Wörtern und deswegen muss er die so oft benutzen, ansonsten gibt es ja keinen logischen Grund, aber wir reden über Leon Mascher. So, und jedenfalls habe ich mir da nichts dabei gedacht und dann habe ich auf der Zurückfahrt von meiner Arbeitsstelle mein Video nochmal gehört und während ich diesem Gespräch lauschte, dachte ich, das klingt aber verdammt nach Leon Mascher gerade, jetzt so nochmal aus der entfernten Perspektive betrachtet, Und dann war ich zu Hause und las in den Kommentaren auch nochmal, hast du mitgekriegt, das war schon Leon Mascher. Und dann dachte ich, okay, gut, dann wird das wirklich gewesen sein. Ja, was die Sache qualitativ natürlich nicht aufwertet, aber hätten wir das auch nochmal geklärt, ne? Leon Mascher. Wir haben sich auch wieder zwei gefunden, ne? Ja. Ich habe nicht an Dick und Doof. Hat jemand an Dick und Doof gedacht? Ich habe nicht an Dick und Doof. Hallo? Wer war das? Ja, also das war wohl ich, ja. Danke, Professor Dr. Prügelpeitsch. Minus 5 Punkte für den. Ihr merkt, die Stimmung ist wieder richtig gut. Der Tee ist richtig voll. Aha. Wieder ein Chai-Tee. Irgendwie muss man ja durch den Tag kommen, ne? Okay, wir schauen wieder bei der Eule. Vielen Dank, dass sie zu uns geflattert ist. Grüße gehen raus. Die tollste Eule auf YouTube. Weise und sehr schön. Ja, schade, dass es nicht mehr Eulen gäbe. Ein ganzes Parlament an Eulen. Das wäre schön. Ja, so, weiter geht's. Holen wir Reini dazu. Komm, da haben wir es eher fertig. Reini. Wir kloppeln die natürlich beide hintereinander weg, ne, die Streams. Da machen wir keine Pause. Es ist jetzt ein bisschen Staffellauf. Da gibt sich der Stream die Klinke und die Staffeln in die Hand. Ist jetzt auch egal. Danke für den Hut. Startet mit Danke für den Hut. Brrr. Ja, jetzt ist hier noch eingeblendet. Chatten nur gegen Bezahlung. Also laut dem Heiligen Ofenkäse hat er da ein Bezahl-Abo-Modell eingerichtet, wo man 5,99 € bezahlen muss im Monat und darf dann chatten. Ja, läuft beim Drachi. Läuft. Der Damm ist gebrochen, ne? Ja. Also, erzähl mal weiter, Drachi. Wir sind voll gespannt. Guten Abend, Rainer. Guten Abend. Hier kann man auch noch Moin sagen. Du bist sehr laut, sehr unangenehm laut. Ich mach mal leiser. So. Guten Abend. Und alles fit, ja?
Ja, alles fit. Mann, Mann, Mann. Ja, und bei dir? Och, naja, kennst du das doch, oder? Man schlägt sich so durch. Ja, man schlägt sich durch. Und fit, naja, fit, es geht so fit. Es geht so. Nicht direkt olympiareif, aber Marathon würde ich schon laufen können. Auf jeden Fall. Krass, ja, dass du jetzt auch hier auf TikTok bist, habe ich jetzt erst gesehen. Auf TikTok bin ich schon ewig. Wisst ihr, was Arni machen würde? Der würde jetzt beim Duden anrufen und sagen: Hallo, seit August heißt ewig. Und ich würde sagen: Hier, Arni hat angerufen. Schon bestimmt Ja? seit 4 Jahren oder so. Ich habe aber einen neuen Account, muss man dazu sagen. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Ich dachte erst seit August. Ja, Ich habe krass. Ja. etwa einem halben Jahr oder was, habe ich einen neuen Account gehabt. Aber ich bin dabei, ja. Also, wir sind wieder in Berlin, ne, um das Setting nochmal einzusortieren. Wir sind in Berlin, wir sind in einem namenlosen Wald. Reini's wieder unterwegs. Ja, okay, hätten wir das abgefrühstückt. Und jetzt geht's los. Die Rosen fliegen immer wieder zu. Ja, cool auf jeden Fall, dass du mich angenommen hast. Aber ehrlich, geil, ey. Und was macht die Schanze? Was macht die Schanze? Junge, 2023 hat angerufen. Die Schanze wurde letztes Jahr abgerissen. Keine Ahnung. Musst du die Hater fragen? Die sind doch regelmäßig da. Oh, da ist ja gleich ein bisschen, da ist ja ein bisschen, der Mund wird kleiner, ne? Gerade so, die Hater. Und was macht die Schanze? Das darfst du aber auch ein Drari nicht fragen. So ein Kindergarten, Alter. Gut. Ich mag das nicht, wenn er so über Kindergärten schimpft. Diese Handschuhe. Er ist einfach on top. On top. Gehen wir einfach mal von oben nach unten durch, hätte ich gesagt. Ja, hätte ich auch gesagt gehabt. Achtung, Husten in 3, 2, 1. Dankeschön. Es gab übrigens dieses Video mit Mimon Baraka. Da hat der Drache ja auch noch mal was erzählt. Ich mache mal große Anführungszeichen und Headbänge dabei. Zum Thema Stichwort Erpressung. Ich habe da gar keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Schaut da mal bei Ofi rein oder bei Ani. Die haben da beide das aufgearbeitet und die wissen da viel mehr als ich. Als Mr. Malzahn minus Level 1. Komm, geh mir von der Hacken, mach jetzt hier auf Play. Ja, ich mach ja. Grüß dich, Rainer, wie geht es dir? Oh, schön der nächste drin. Wie geht's der Schanze? Raus. Ja, grüß dich, Rainer. Wie geht es dir? Abend und alles fit, ja? Ja, nee, alles fit hat gerade der andere gefragt. Überleg dir einen eigenen Spruch. Zum Beispiel Servus und Mädel. Ach nee, ist egal. Alles fit bei dir? Du bist Alles fit? Ja, alles fit bei dir. Es ist wie damals in der Disco. gerade in Berlin, habe ich gehört. Ich bin in Berlin, ja. Ja, und machst du Urlaub oder bist du da jetzt beruflich, also jetzt wegen der Dokumentation über dich? Beides, beides, beides. Beides, wisst ihr doch, haben wir doch auch schon alle gefragt. Dokumentation ist doch Bullshit. Wieso? Dass es immer noch Leute glauben, verstehe ich nicht. Da ist ein Vertrag, wo ein Name draufsteht, das alles aber irgendwie im Computer kopiert wurde, ist aber nichts unterschrieben und nichts. Ich verstehe nicht, dass die Leute das immer noch glauben. Okay, er möchte uns gerade weismachen, dass mit Netflix nichts abgesprochen ist. Okay, jetzt bin ich überrascht. Die Geschichte kannte ich noch nicht aus der Sicht. Wer sollte jetzt doch im März, April irgendwie was von Netflix kommen, würde ich gerne von ihm hören, was er dazu sagt. Dann wird er sagen, ja, habe ich extra falsch gesagt, um Sachen zu schützen, um Personen zu schützen. Wahrscheinlich. Ja, du musst auch ein bisschen Verständnis haben. Also die Leute werden auch von der Information her fehlgeleitet, ja. Die werden fehlinformiert, die Leute. Und die wissen nachher nicht, was jetzt wahr ist und was nicht. Dann, wenn ihr nicht wisst, ob was stimmt oder nicht, einfach bei Reini nachfragen. Der hat den besten Leumund aus ganz Berlin, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil er da ja gerade ist. Oft haben sie Reini schon als Schöffen angefragt. Gerade eben auch, weil er so eine Ruhepräsenz einfach ist. Er ist ein Ruhepol. Und wir nennen ihn hier privat Meditationsreini. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr aufklären. Ja, das wäre gut. Das kann er. Natürlich glauben die Leute alles irgendwie oder haben lauter Fehlinformationen. Ich kann dir nichts aufklären, was nicht existiert. Also
Soweit ich weiß, ist da nichts. Keine Ahnung. Und er müsste es wissen, ne? Also Leute, wir haben alle falsch gedacht, da ist nichts. Vergesst das wieder. Immer die Leute, die jetzt sagen, Netflix und so, vergesst das alles wieder. Stimmt nicht. Reini hat gerade gesagt, stimmt nicht. Und wie gefällt dir Berlin? Also ich habe in Berlin gelebt, sehr lange. Mir hat das nicht so gut getan, aber für so einen Urlaub oder so einen Kurztrip ist Berlin immer gut. Ja, Berlin ist problematisch wegen den ganzen Graffitis und so, ne? Ansonsten nette Stadt, so, ne? Ein bisschen komisch ist diese Mauer, die stört. Idioten, mitten in der Stadt eine Mauer gebaut. wie kann man so doof sein, ne? Und überall Graffiti, ey. Nervt. Ansonsten nette Stadt. Ja, ich mache ja im Moment, ich will ja jetzt noch ein bisschen länger hier sein, für ein bisschen Livestreams und für ein bisschen Videocontent, was ich so nebenbei ein bisschen produziere, für Odyssey und so. Und, Alter, ist die Krähe da frech. Sag mir Fokus, sag mir wann ich mit deinem Fokus rechnen kann. Und, ich bin halt so der Meinung, naja, ich würde gerne noch ein bisschen länger bleiben. Ich habe mir jetzt ja, weil ich momentan ja geldtechnisch auch ein bisschen bin, ne? Ja. Sehr schlecht aufgestellt. Also ich habe ein bisschen was habe ich jetzt noch gehabt, aber jetzt müsste ich Montag, danke für den Hut, ich müsste. Ich liebe TikTok. Hatte ich das schon erwähnt? Montag zurückkommen. Also ich habe auf meinem, ich habe jetzt wieder einen Vlog aufgemacht. Hass und Mobbing, glaube ich, heißt der. Ich ja, das passt zu dir. Finde ich nicht so gut, dass du dich dafür einsetzt. Mann. Ich bin ja immer gegen Hass und gegen Mobbing. Ist gar nicht hundertprozentig im Kopf, den existiert noch nicht so lange. Und der existiert noch nicht so lange. Wisst ihr noch in seinen ganzen anderen Videos immer? Ja, der Link müsste in der Videobeschreibung sein, weiß ich jetzt aber auch nicht. Weiß ich nicht genau, wie der Kanal heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, komm, es ist Namen sind Schall und Rauch. Das andere ist mein Odyssey-Account, Drachenlord. Im Link heißt er, glaube ich, drachenlord.8785, irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht ganz genau gerade, leider. Das meine ich. Ach Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren. Ich heiße eben Herr Backenzahn oder Mahlzahn oder Frau, nee, Herr, wie hieß ich denn jetzt? Mahlzahn, 85, nee, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht genau sagen, aber ihr könnt mich gerne abonnieren. Ja, dann machen wir es sofort. Wie heißt es nochmal genau? Ja, komm, wir suchen es selber. Jedenfalls, ein Bärchen. Allerdings ist es das. Ein Cola-Bärchen, Bärchenmütze. So, dass ich da aktuell auch einen Spendenlink für PayPal drinnen habe. Leute, ich habe hier so einen Spendenlink. Da könnt ihr, also ihr könnt. Ich möchte nicht betteln, aber ihr könnt. Dass ich da, dass wer will, kann mich da auch ein bisschen unterstützen. Ich kann es bloß hier auf TikTok nicht verbreiten oder nicht veröffentlichen, den Link, weil ja, Links auf TikTok ist ja immer so eine heikle Angelegenheit. Deswegen habe ich ja meinen letzten Account verloren, unter anderem. Kommt wahrscheinlich auch immer auf die Art der Links an, aber ist der andere noch im Gespräch? Grundsätzlich ist es ein bisschen schwierig. Ja, ich wollte dir nochmal. Ja, sorry, was war das jetzt gerade? Was wollte er jetzt noch? Nochmal sagen, also lass dich da nicht provozieren von niemandem, ja. Tu, was ich kann auf jeden Fall. Lass dich da nicht mit reinziehen in irgendeinen Müll, ja. Bleib standhaft. Also an deiner Stelle würde ich dann auch irgendwie eine solide Arbeit annehmen, auch wenn es nur auf 500-Euro-Basis ist. Okay, Reini, hör auf diesen Mann. Also in allen Punkten. Lass dich nicht provozieren, lass dich nicht reinziehen und nimm eine solide Arbeit an. Mach das alles. Du bist, ja, der Mann hier, vertraue diesem Mann, diesen anonymen Mann bei TikTok. Das ist ein guter Mann. Problem ist ja, ich krieg gar keine Arbeit. Probier es erstmal. Quizfrage. Wann hat Reini die letzte Bewerbung rausgeschickt? A. 2023. B. 2021. C. 2014. D. Bewerbung? Also ich krieg weder eine Arbeit, noch kriege ich irgendwie eine Unterkunft oder so auf lange Sicht. Ich krieg keinen festen Wohnsitz und nichts, weil ich halt letzten Endes ja. Du bist der Lord. Deswegen wahrscheinlich.
Entweder liegt es an der Kohle oder wenn es nicht an der Kohle liegt, und es ist meistens dann trotzdem der gleiche Fall, dass ich sowohl an der Kohle als auch an der Situation, dass ich eben nicht wegen den Hatern unterkomme. Weißt du, wenn jemand meinen Namen hört oder ein bisschen was über mich erfährt oder ein bisschen was über mich googelt, dann kriege ich von vornherein keine Wohnung, weil die halt alle Angst haben wegen den Hatern. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, klar. Muss man verstehen, muss man respektieren. Aber es ist halt, Alter, was macht die Krähe denn da? Es werden Platten abgespielt, unterbrochen durch Vogel-Ortologie. Wie heißt das? Ach, ist jetzt auch egal. Aber es ist halt trotzdem ziemlich schwierig, ne, das Ganze letzten Endes umzusetzen so. Und ist nicht ganz so leicht. Ist nicht ganz so leicht, da irgendwas zu ändern oder was zu machen. Ornithologe, jetzt habe ich's. Kurz nachgedacht. Jetzt war ich auch nicht im Fokus. Hatte er was Wichtiges gesagt? Muss ich zurückspulen? Nee, ne? Minus 5 Punkte für ein Malzahn wegen mangelnder Fremdwortkenntnisse. Und, ja, kann man. Ich meine, Rainer, gibt es. Raini heißt das. Rainer ist Provokation. Gibt es da nicht irgendwelche Arbeitgeber, die jetzt auch hier mal zuschauen oder so? Ich hoffe keinen. Und was machen Sie so, Herr Professor Wunderlich? Ja, abends, ne, von der harten Arbeit, ich bin ja Unternehmer. Da gucke ich mir manchmal noch ein paar junge Leute bei TikTok an und gucke einfach so, wie die Jugend so tickt. Mal gucken, vielleicht finde ich jemanden, der bei mir anfangen kann im Betrieb. Ja, vielleicht ihn hier, den Winkler, der gefällt mir. Sieht aus wie ein Mann, der auch was richtig anpacken kann. So sieht er aus. So, ich rufe den mal an. Die sagen, irgendwo muss der Rainer aus diesem Teufelskreis raus. Der Rainer muss raus. Raus muss er. Ich will da raus. Der Typ, der hat eine Chance verdient. Ja, wenn du nur. Hallo? Ja, bei Chance verdient war er raus. Hallo? Loni. Arbeiter. Aua, es tut weh. Wo sind wir denn jetzt hier? Der hat eine Chance verdient, der Typ. Hatte der nicht schon mal eine? Mir war so, als hätte der schon mal eine Chance gehabt. Ah, Vergangenheit, habe ich vergessen. Minus 5 Punkte für Gedächtnis. Erstens mal, ich bin in der Sonderschule gewesen. Das heißt, ich habe schon vornherein schlechte Karten, was die finanzielle Möglichkeit oder was auch die... was die berufliche Laufbahn an sich angeht. Das Einzige, womit ich jetzt wirklich viel Erfahrung habe, ist einfach im Laufe der letzten 10 Jahre Medien. Mach doch was mit Medien. Immerhin war er auf einer Schule, ne? Also guck mal, so gesehen, Schule schon mal, Haken hinter. Hast du eigentlich auch einen Zeugen? Achso. Davor habe ich alle möglichen Gelegenheitsarbeiten gemacht. Nichts davon hat auf lange Sicht irgendwie funktioniert. Alles über Zeitarbeit und Nebenarbeit und keine Ahnung. Und Überarbeit und Unterarbeit, ja. Hatten wir auch alle damals. Deswegen alles nicht ganz so einfach. Und jetzt letzten Endes ist es aber immer wieder so, dass auch wenn mich jemand irgendwie versucht anzuschreiben oder so, vielen Dank, dann weiß ich auch trotzdem nicht, ist es jetzt real oder ist es nicht real, weil ja, du Krähe, ne? Alter, hör jetzt auf mit der Krähe. Du hast genug Tiere schon verscheucht. Wir haben neulich die Hamster angeguckt. Wir wissen das von der Ente. Wir wissen genug. Vor allem Vögel bitte in Ruhe lassen. Ist es jetzt real oder ist es, weil viele halt, ich krieg halt permanent irgendwelche Fake-Nachrichten, ne? Jetzt, und er wiederholt auch den letzten Satz, ne? Ah, die Krähe hat ihn kurz abgelenkt und dann, ich sag den letzten Satz lieber nochmal. Zur Sicherheit. Jetzt habe ich auch wieder irgend so einen Fake-Typen gehabt auf dem.de, wo ich mich regelmäßig mit. Was für eine Webseite war das? Irgendwas mit, also eine deutsche Webseite. Dem unterhalten habe und geschrieben habe und mit dem treffen wollte und war wieder eine Fake-Aktion, ne? Und viele andere Aktionen auch. Ich meine, ich gehe in so eine Situation grundsätzlich mit dem Gedanken rein, es ist Fake. Und schreibe dann trotzdem ganz normal, weil letzten Endes hat es ja auch bestimmt. Der Hintergrundgedanken und alles, warum man das überhaupt macht oder warum man das umsetzt und alles. Aber am Ende ist es trotzdem so, dass es halt jedes Mal oder in fast jedem Fall dann halt nach hinten losgeht und dann halt trotzdem ja ein Nichts ist eigentlich. Bleib dran, Raini. Ich habe ein gutes Gefühl. Danke für die Kiste. Ja, viel Spaß. Ich guck nochmal in meinen Tarton.
Ja, vielleicht sollte man mal so einen öffentlichen Aufruf machen, ja, so richtig. Versuche ich Vielleicht das. hilft dir da auch die Behörde, Rainer. Du musst aus diesem Teufelskreis raus. Ja, mach doch mal jemanden Aufruf. Kann hier jemand einen Aufruf machen? Ich komme gerade aus der Sauna, ich könnte einen Aufguss machen. Zurück zum Stream. Rainer. Versuche ich aber seit 10 Jahren und oder seit 8 Jahren oder sowas. Und es hat einfach nicht, es funktioniert nicht. Irgendwie generell sowieso, jetzt ist ja die Sache, ich bin gestern erpresst worden von Mio und Baraka. Von Mimo Baraka. Ja, ich hatte eingangs darauf hingewiesen. Dieses Teufelskreis durchbrechen, ne? Ich meine, sind wir mal ehrlich, das Einzige, was irgendwie funktioniert, wäre das, ne? Aber dazu darf halt sich nicht der Kreis bewegen, sondern der Teufel muss sich bewegen. Also, wenn ich das Bild mal so aufbauen darf. Und wenn ich mir die Videos anschaue von 2013 oder 14 jetzt bei meiner anderen Reihe, da ist immer noch so der Funken da. Naja, er könnte jetzt noch das Ruder rumreißen. Ne? Er könnte jetzt ja echt noch was machen. Ah, wieder die Chance vertan. Wieder vertan. Ah, da hätte er was machen können. Nein. Dann wurden Sachen trotzdem veröffentlicht. Das hat zwar nicht er direkt veröffentlicht, aber indirekt hat er das halt veröffentlicht, weil es dann von anderen Leuten veröffentlicht wurde mit der Aussage, ja, da Mimon sich ja weigert, veröffentlichen wir das. Also haben die ihn erpresst. Leute, Leute, das geht doch nicht. Hört doch mal mit der Erpressung auf. Also im Prinzip hat er sein Versprechen oder seine Aussage oder wie auch immer man es dann tendieren will, trotzdem gebrochen, weil er. Ja, wie man das tendieren möchte. Ja, Tangente, Tangente. Die Mathelehrerin bei TKKG wird immer Tangente gerufen. Die heißt gar nicht so. Also das ist der Spitzname von der TKKG-Bande. Habe ich mal mitbekommen. Der Nachbar hört sehr laut. Der hört schon wieder sehr laut. TKKG, die. Wie bitte? Letzten Endes trotzdem Sachen veröffentlicht hat von Leuten, auch wenn das nicht selber war, sondern jemand anders. Danke für die Mütze. Und ja, Ja, Sache ist halt Mensch, Mensch, Mensch. Das, allein. also ich. Also. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Entschuldigung, es ist. Am Anfang klang das, also ich kenne die Sache mit dir jetzt noch nicht so lange. Ne? Am Anfang war das so ein bisschen lustig, aber irgendwann habe ich erkannt, das ist gar nicht lustig. Ne? Also Schaden jetzt auch mit stell dir dem mal Namen. vor, jetzt stell dir. Er hat seinen Humorkompass neu justiert. Ja, am Anfang habe ich auch sehr viel Mitleid gehabt. Und mittlerweile denke ich, vielleicht das Mitleid noch ein bisschen zurückhalten. Da gibt es immer wieder Situationen, bei denen ich denke, oh, armer Reini. Und dann kippt es aber immer sofort wieder. Es ist, also das Pendel schwingt immer sehr schnell wieder zurück. So, wir erinnern uns alle an den Mittwoch. Und ich habe ihn, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ne? Wie lange ist das her? Ich weiß nicht, vor 6 Wochen oder so mal gesehen. Und habe richtig gedacht, was für eine richtige Drecksaktion der anderen. Boah, tat mir Reini da leid. So, aber aus vollem Herzen. Und dann kommt er mit, oh. Jetzt meine Oma, mein zerbrochenes Herz, ich habe hier so einen Soundfall vorbereitet. Und ich sitze da mit offenem Mund und denke, oh nee, oh, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Oh. Und dann macht das immer wieder kaputt. Und ach, das, ja. Aber er hat 10 Jahre Erfahrung mit Medien. Und deswegen hören wir jetzt dem fremden Typen bei TikTok zu. Der gibt auch noch kluge Ratschläge. Na, dann kann das ja heute noch richtig gut enden. Dir mal vor, dir passiert irgendwas. Naja, Das dann würde ist doch man sich scheiße. verabschieden. Das ist doch. Das ist doch scheiße. Ja, das ist doch nicht gut, ist das nicht. Nee, ist nicht. Richtig scheiße. Die Hater würden lachen, die Fans. Nein, keiner würde lachen. Niemand würde lachen, wenn dir was passiert. Was ist das für eine Aussage? Die würden alle lachen. Ja, ich sitze hier auch und sitze am Fenster und wenn jemand hinfällt draußen, dann sitze ich hier. Der ist hingefallen. Genau so einer bin ich. Das. Die würden lachen. Reini, ich möchte dir mit diesen Videos ja auch immer versuchen, eine Hilfestellung zu geben. Du musst sie halt bloß annehmen. So, die Türen kann ich aufmachen, du musst durchgehen. Meine Hand kann ich dir reichen, du musst sie auch nehmen. Es ist auch immer, wie gesagt, immer mitschieben. Es ist immer ein Mitschieben, nicht ein ausschließlich geschoben werden. Würden vielleicht nicht gerade trauern, aber sie wären bestimmt nicht glücklich drüber. Und die Neutralen würden sagen, na, no, das war ja wieder gar nicht absehbar. Zuschauer, Neutrale und Hater. Ja, ich finde es schön, welche Dreifaltigkeit du aufmachst.
Genauso wie in meiner Schulzeit sind permanent Leute unter Mobbing, die Ja. unter Mobbing leiden hatten, haben dann irgendwann sind sie Amok gelaufen oder haben sich umgebracht oder so. Ah, Das nee, bloß nicht du. Okay, wo holt er die Geschichte jetzt her? Jetzt würde ich kurz mal sagen, stopp. Ein Beleg bitte dafür. Die an seiner Schule sind Amok gelaufen und haben sich umgebracht? Wann das denn? Das wäre doch groß in den Zeitungen gewesen. Damals der Robert Steinhäuser und sowas. Das war doch ganz groß in den Zeitungen. Ich glaube, Hanau auch, wenn ich mir jetzt recht erinnere. Ich muss jetzt gar nicht, ich fisch jetzt aus dem Gedächtnis. Und in seiner Dorfschule in Bayern? Wann war das genau? Kannst du das nochmal sagen? Und außer Mobbing, da ist das reihenweise passiert in meiner Schule. Ja, ist das so? Wer denn alles? Zähl mal ein paar auf. Drei vielleicht. Ich glaube kein Wort. Und du machst gerade für Mobbing einen Bärendienst, wenn du das jetzt wieder so verharmlost. Ganz ehrlich. Oh. Leute, Leute, Leute. Reini, ich weiß, die Worte kommen einfach so aus dem Mund raus, aber das darf nicht passieren. Da musst du nachdenken. Du kannst doch jetzt die Chance, das nochmal zurückzunehmen. Dann verzeih ich dir großmütig, aber. Oh. Wie kann man denn so nicht den Mund halten können? Oh, das ist jetzt. Ja. Nee, macht euch da selber ein Bild drüber. Ich finde es sehr geschmacklos, ganz ehrlich. Das war ja auch nie absehbar, weißt du? Und dann Ja. immer groß am Rumheulen oder das auf Videospiele oder sonst was schieben. Und es ist im Ja, Prinzip ich genau will das den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich meine, bei Obdachlosigkeit und Arbeitslosigkeit und nicht zu essen und so weiter, da hört der Spaß auf. Gleiche. Ja, der mir hat schon wieder recht. Der gefällt mir immer besser hier, dieser unbekannte Typ von TikTok. Finde ich. Ich auch. Da hört der Ich Spaß auf. voll auf deiner Seite, das sehe ich ganz genauso, ja. Na, na, wir haben eine Gemeinsamkeit, Leute. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Der Malzahn, Drachi und der Mann von TikTok. Wir sind uns einig. So, jetzt müssen wir uns nur noch einig werden, wie man Mau Mau spielt. Also, ich bin dafür bei der 7, 2 ziehen. Wer ist auch dafür? 8 ist aussetzen. Bube, was wünschen? Okay. Ass ist nichts, ne? Wehe, jemand sagt, bei Ass passiert was. Wehe. Du, Also da, das ist, wenn dir jetzt irgendwas passiert, ne? ja. Ja, was machen dann die Leute, die angeblichen Hater? Die angeblichen Hater. Ich bin ja eigentlich nur ein Reactor. Ich bin nur von Reini in die Schublade gesteckt worden. Wieso muss ich jetzt mich jetzt wieder äußern? Lachen. Ja, ja, hatten wir ja schon. Daumen nach oben fürs Lachen. Ja. Vermutlich. Na, ich glaube nicht, dass alle lachen werden. Danke, unbekannter Mann von TikTok. Da werden ganz viele dabei sein, die denken werden, also hätte ich das mal bloß nicht gemacht, ne? Ich meine, irgendwo alles hat Grenzen, ne? Aber witzigerweise, wo er das anspricht, ich glaube, da wird es wirklich einige geben. Und zwar von den Spinnern, die halt diese Pizzen bestellen und die sonst was machen, ne? Wirklich Reini verfolgen, so damals noch bei der Schnitzeljagd oder so. Also die ihm wirklich ans Leder wollen. Ich glaube, die Leute, die würden sich dann schon umgucken, wenn ihm wirklich was passiert. So, man muss ja gar nicht dran beteiligt sein, aber dann so, irgendwie habe ich da mitgeholfen. Nicht cool, nicht cool. Wenn es eine gewisse Grenze überschreitet, dann geht das nicht. Ja, das kommt darauf an, wie die Hater selber. Das kommt darauf an, wie die Hater selber halt so an sich reagieren. Ne? Also wie die letzten Endes. Letzten Endes gestrickt sind. Das kommt darauf an, welche Art von Hater das sind halt. Ne? Ach, jetzt unterscheidet er. Welche Art bin ich denn? Die malzahnige Art. Malzahn. Aber im Großen und Ganzen weiß auch nicht. Aber du, ich muss tatsächlich schon wieder los. Oh, schade, schade, schade. Mit dem Mann hättest du mal länger sprechen können. Stundenlang, Therapiesitzung. Ja, aber ich weiß, du musst schon wieder deine Freunde aus der Disco abholen. Ja, okay. Das geht vor. Alles klar. Pass auf dich auf, lass dich nicht provozieren, bleib gesetzestreu, ja? So verabschiede ich auch immer meine Freunde. Jo. Ciao, ne? Stefan, Robert, macht's gut und bleibt gesetzestreu. Ja, Herr Malzahn, bleiben wir. Sehr gut, sehr gut. Bevor noch jemand merkt, dass ich eigentlich Polizist bin. Ich tue, was ich kann, ne? Es ist halt Pass leider auf auch, dich auf. wenn die Situation reingedrängt wird, kann man halt auch leider schwer was dagegen machen, oft, ne?
Wenn man in eine Situation reingedrängt wird, kann man schwer gesetzestreu bleiben. Ist das gerade ein Freifahrtschein? Okay. Aber es erklärt, warum er handgreiflich geworden ist und das als Selbstverteidigung deklariert hat. Aber danke auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Bis dann, Brian. Bleib stark jetzt, bleib stark. Einer, bis dann, ciao. Ciao. Danke, hau rein. Hau rein, ne? Ja, hau rein, ciao jetzt. So, ich finde es immer wieder cool, wenn man Leute hat, die sich halt auch vernünftig unterhalten können, ne? Die normal reden, die normal schreiben, die normal sich unterhalten. Ich wüsste jetzt gerne, was er aus dem Gespräch mitgenommen hat. Meint ihr, da ist irgendwas hängen geblieben? Der Mann hat ja wirklich sinnvolle Sachen gesagt, ja? Das war kein, jo, Digga, Alter, was ist da los bei dir, Alter, Digga? Hä, was ist, Diggi? Mensch, Alter, was ist da los, Digga? Du musst da raus, Digga. Der war ja normal gerade. Hat Reini jetzt da fast was mitgenommen oder war es einfach das Gespräch und jetzt, schwupps, neue Gedankenwelt. Einmal wieder Festplatte formatiert, neue Ereignisse können kommen. Genau. Ich mache heute gar nicht so lange. Ich hatte heute nur so 15 Minuten vor. Oh, buh. Ich muss unbedingt so kleinere Streams machen, weil die Leute ja immer versuchen herauszufinden, wo ich bin. Ja, ich habe das da hinten an der Palme erkannt. Palme? An der Eiche. Das ist doch, Moment mal, du bist ja gerade Berliner Forst. Beim letzten Mal wurde ich ja auch kurz nach dem Stream auch direkt geleakt, wo ich ja schon gesagt habe, dass wieder Leute kommen. Wo du direkt beim fairen Anlegerschild dich hingestellt hast und das mehrfach gefilmt hast, absichtlich gefilmt hast. Stimmt, ja. Man könnte meinen, da wäre Absicht im Spiel gewesen. Könnte man meinen, ja. Da drüben läuft auch jemand rum, das könnte auch schon wieder jemand sein. schwierig. Ja, könnte aber auch wer anders sein. Wir sind hier in Berlin, da laufen manchmal Leute draußen rum. Vielleicht haben die aber mit dir auch gar nichts zu tun und gar kein Interesse dran. Möglich wär's, weiß ich jetzt nicht. Und ich bin ja hier am Potsdamer Platz. Oh ja. Ja, das... davon habe ich gerade gesprochen, Reini. Genau davon habe ich gesprochen. Da, ja, Potsdamer Platz, schön. Ich gehe da lang. Ist der nicht in Potsdam? Kratz, kratz. Und am Potsdamer Platz ist es ja so, dass da auch sehr viele Leute sind. Ne? Mhm. Ja, hätte ich auch gedacht jetzt. Aber du stehst ja in so einem kleinen Vorwald. Ich weiß nicht, ob hier viele Leute leben. Ich kenne mich hier in Berlin nicht aus. Nein, in Berlin leben grundsätzlich nicht so viele Leute. Das ist eher so eine Pendelstadt für die Arbeit. Also viele pendeln rein wegen der Arbeit. Ja. Aber auf jeden Fall schon relativ heavy. Gut, bleibt sauber, bleibt anständig, wie gesagt. Und gesetzestreu. Schaut gerne mal auf meinen, es wird nachher noch einen anderen Stream geben, einen relativ kurzen. Ja, wir freuen uns schon jetzt. Der war ja hier schon gut. Ich weiß noch nicht wo, ich weiß auch noch nicht wann. TikTok, 2 Stunden später. Aber ich sage euch Bescheid. Und, was wollte ich jetzt sagen? Ciao, du wolltest dich verabschieden, du warst in der Verabschiedung. Medal of würde jetzt passen. Ach ja, wie gesagt, schaut gerne mal bitte auf meinem Odyssey-Account vorbei. Drachenlord, ich glaube 56, 57 oder 58, also ne, in der URL. Ne? Ja, irgendeine 50. Wir probieren einfach, wir fangen bei 50 an und gehen einfach dann die 10er Reihe hoch. Also die eine Reihe hoch. Malzahn und Mathe. Odyssey, Drachenlord, 56 oder sowas. Das ist ganz normal mein Banner und mein Profilbild, was ich auf YouTube auch hatte. Aktuell sind es zwischen 300 und 350 Abonnenten ungefähr. Ja, die kriegen wir heute aber noch ein bisschen hoch, ne? Also ich würde sagen, 1000 ist heute das Ziel und dann Sky is Limit. Und da ist auch ein Link verbreitet, wo ihr mich vielleicht für... unterstützen könnt bei PayPal? PayPal unterstützen könnt. Jawohl, machen wir gerne. Gerne. So, ich werde mich jetzt hier... Oh, ich glaube, das ist mein Bus, der da fährt. Fuck! Das ist mein Bus, der... Okay, Reini, und wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert? Ich muss gleich mal schauen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Jo, tüdelü. Jo, hau rein. Ja, ciao. War nett mit dir. Wow. Ja, er ist einfach auch ein Stadtbürger geworden, ne? Zack, Bus. Ah, komm, ich nehme die Straßenbahn. Ist jetzt auch egal. Ach, komm. U-Bahn fahre ich dahin. Überhaupt kein Problem. Zack, habe ich alles im Kopf. Ja,
Jugend von heute, ne? Mann, Mann, Mann. Wie die das alles können mit ihrem Smartphone. Ich schüttel manchmal einfach den Kopf. So, Leute, wir gehen direkt in den zweiten, oder? Direkt in den zweiten Stream. Wir halten die Energie. Jetzt nicht die Luft verlieren hier. Und die Lust auch nicht. So, ich klatsche zweimal. Das ist das magische Zeichen, dass hier alles sich am Computer verändert und der zweite Stream gestartet wird. Geklappt zu haben. So, da ist er wieder. Wow, welcome back, Commander. Okay. Reini, auf geht's. Hat er seinen grauen Pulli wieder an übrigens? Ha, wie schön. Kurzzeitig dachte ich jetzt, er hätte ihn aus Versehen verloren. Nein, nein, im Bus liegen gelassen, eben gerade im Bus. Nein, 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 nein. Also er hat den Bus noch bekommen, nehmen wir an. Ist jetzt zurück, hat so ein, womit ist er gerade gefahren? Mit dem Busticket oder mit dem Zweimal-Ticket? Wir wissen es nicht. Mr. X zeigt sich mal wieder. Mr. W, da ist er. Oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch. Alles klappt, los geht's, erzähl uns was. Wir haben die Spannung noch, wir halten sie gerade noch, Reini. Oben nach unten. Seht ihr, ich hätte meine Kippe mit qualmen können. Bang, hinten die Lü-Lü-Glocken schon wieder am Döngeln. Da ist jemand im Stream, er erzählt noch was von Kippen. Wow, ich muss mich hier echt fokussieren auf dich, Reini. Hören Sie mich? Hören Sie mich, Herr Winkler? Hallo, 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 bin ich da in der Leitung? Hören Sie mich. Ein förmliches Sie. Oh, wie schön. Nabend. Nabend. Und? Oh, ich muss mich lauter machen. Servus, wie geht's dir so? Der Wind, der andere räuspert sich. Ich liebe Nebengeräusche. Ah, sehr schön. Und in der Hauptrolle des heutigen Streams, Nebengeräusche. Ein Oscar geht an den Wind. Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Ja, alles fit, läuft, hahaha. Ha, ha. Es ist kalt. Au. Und zwar so kalt, dass mir meine Fingerspitzen abfrieren. Besten Teile in den Körper zieht gerade. Er meint auch Fingerspitzen jetzt hoffentlich, oder? Der hat doch gerade angefangen, das Stream. Wir hatten doch alle die Energie noch. Alle standen hier so. Wie geht's weiter? Jetzt ist raus. Luft verpufft. Vielen Dank, Reini. Danke, echt. Weiter geht's. Aber ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt auf der Dick Dog. Was ist hier abgefroren gerade? Sag nochmal, komm, sag jetzt. Moment, ich kenne deinen YouTube-Kanal schon ziemlich lange. Welcher YouTube-Kanal? Wäre das okay, wenn ich dir eine Frage stelle? Plötzlich, wäre das okay, wenn ich dir eine Frage stelle? Zeitsprung. Ich kann dir nur nicht garantieren, dass ich dir eine Antwort gebe, aber fragen kannst du mich eigentlich prinzipiell also, alles. Also es soll nicht unhöflich rüberkommen oder so. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Voraus, ob ich dir antworte, kann ich sprechen, aber alles andere ist kein Ding. Okay, die Frage ist, hast du die Hamster damals wirklich bei Obi geholt? Sei ehrlich, komm, jetzt hier zwischen uns im kleinen Kreis. Möchtest du eigentlich noch weiter sowas wie YouTube oder so weitermachen? Weil ich habe geguckt, weil YouTube-Kanäle so weiter finde ich eigentlich nicht mehr. Ich glaube, die wurden auch alle irgendwie gesperrt. Das Einzige, was ich halt nur noch finde, sind sowas wie Memes oder sowas, aber sonst so Hauptkanäle finde ich nicht mehr. Wo sind die? Sag jetzt das, wo die sind. Mann, da vorne in dem Video. Sag das doch. Ich habe überall geguckt, selbst in meinem Karton. Da waren sie nicht. Möchtest du das noch weitermachen? Junge, schön, dass du aus dem Winterschlaf wieder aufgewacht bist, aber Reini hat einen Kanal verloren. Das ist nicht witzig, ist das nicht. Wo warst du denn die letzten Monate? Ach, meine Herren. Mann. Immerhin schön im Januar wieder aufgewacht. Schön so. Reini ist nicht mehr auf YouTube. Prinzipiell, ja, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Es kommt ein bisschen drauf an,
Es kommt ein bisschen darauf an, wie sich auch die Monate bei mir so ergeben. Ein paar Jugendliche, die mich erkannt haben, glaube ich, aber die sind irgendwie zu schüchtern, um sich herzutrauen. Oh, sweet. Ich glaube, Reini wartet drauf, dass Elon Musk YouTube kauft und dann alle wieder freischaltet. Das wäre auch ein geschickter Schachzug. Reini, ich warte mit dir da drauf. Ja, also prinzipiell, ich kann es dir nicht beantworten. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich die nächsten Monate und vielleicht auch die nächsten ein, zwei Jahre bei mir so entwickeln. Das muss ich auch. Denkt aber schon weit in die Zukunft. Die nächsten zwei Jahre, mal gucken. Wie stellst du dir dein Leben in den nächsten ein bis zwei Jahren vor? Mal so gefragt. Wird es noch weitere TikTok-Streams aus der Hecke geben? Ausprobieren oder schauen. Hecke oder Hölle? Hecke. Schauen. Weil letzten Endes kommt es ein bisschen darauf an, auch ob ich finanziell besser aufgestellt bin in den nächsten Monaten oder, ach, ich weiß nicht, was hat letzten Endes so alles auf mich zukommt noch. Es waren zweimal letzten Endes, ich wollte es beim ersten Mal nicht unterbrechen. Reini, ob du finanziell gut aufgestellt bist oder nicht, Moment, ich rufe nochmal die Astrid an. Die hat mir eine E-Mail geschrieben. Ich habe die ausgedruckt, hier steht: Der Bengel kann einfach nicht auf Geld aufpassen. Mehrere Beispiele könnte ich jetzt sagen, lasse ich aber sein. Kein Bock dazu. Nee, Reini, sieht nicht gut aus für dich. Finanziell sehe ich eher grau. Also nicht schwarz, aber grau. Dunkles Grau. Tendenz zu... Kann ich im Moment noch nicht beurteilen. Also prinzipiell, okay. Wenn ich nur nach... Es kommt jetzt. Ich beantworte die Frage auf zwei Arten, okay? Okay. Einmal als ein bisschen Geflunker und einmal mit viel Kreativität. Okay, fangen wir mit dem Flunkern an. Die Nummer 1 ist meine Lust. Ja, ich hätte Lust. Und ja, ich würde gerne weitermachen. Wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, mache ich weiter und werde schauen, dass ich weitermache. Also wenn der YouTube-Chef kommt, sich entschuldigt und ihm seinen Kanal wiedergibt, Reini würde nicht Nein sagen. Schön, haben wir das schon mal. Ist doch auch nett. Jetzt weiß der Chef von YouTube, der hört das Video bestimmt an, der weiß, der wird es da nicht groß rumgezicke geben. Reini wird den Kanal annehmen, dann kann er dann wieder nach Hause gehen. Ne? Ist ein kurzer Geschäftstermin, wird nichts Langes. Zum einen, weil ich mich nicht unterkriegen lasse oder nicht unterkriegen lassen will von Leuten, die einfach meinen, nur weil sie sagen, ich muss, muss ich auch. Naja, das Arbeitsamt, die Polizei, die Bürgermeisterin. Du solltest auf die Autoritäten hören. Das andere ist die finanzielle Sicht bzw. die berufliche Sicht. Da muss ich sagen, vielleicht. Da möchte ich mich breiter aufstellen. YouTube alleine hat mich nie ausgereizt. Okay. Grundsätzlich würde ich weder in der einen noch in der anderen Variante Nein sagen. Der erste ist sowieso, ich würde weitermachen. Und die zweite ist ein Vielleicht. Ich weiß es einfach nicht. Es kommt darauf an, wie sich die Zukunft entwickelt. Das weißt du nicht, das weiß ich nicht. Das wissen auch die Hater noch nicht. Arnie weiß das. Der hat eine Glaskugel und Astro Astrid weiß das auch. Also die beiden kannst du fragen. Kann man nur abwarten und nachschauen. Und ich habe ja gesehen, ich glaube, du hast ja ein neues Auto geholt. Das war dieses eine blaue, glaube ich. Den Ranger, ja, den habe ich aber ja nicht mehr. Wo hat der Typ die letzten Monate verbracht? Ich frag für einen Freund. Ich habe noch eine dritte Frage. Diese Hamster, die du neulich hattest, wo sind die eigentlich so? Und da fällt mir noch eine Frage ein, ganz schnell. Kommt auf dem The Joker-Kanal, kommt da noch was? Oder irgendwie, weiß ich nicht, ob ich da noch ein Abo drauf habe. Ja, gut, dass du am Puls der Zeit bist, mein Freund. Ja, was ist eigentlich mit dem Auto? Frage ich mich auch. Den musste ich ja wieder verkaufen, weil ich ja aktuell keinen Führerschein mehr habe. Ach so, du hast keinen Führerschein, wann? Seit, bin ich jetzt blöd oder bist du, nee, bin ich. Und ich konnte ihn ja jetzt ein Jahr lang oder so stehen lassen, bis ich meinen Führerschein wieder habe. Deswegen habe ich ihn zwischendurch jetzt wieder verkauft. Ein Jahr lang wegen... bedeutet das im Umkehrschluss... Moment, ich muss kurz mal überlegen, was er damit sagen wollte. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass er davon ausgeht, dass er den Führerschein nach einem Jahr wiederbekommt? Wir kassieren ihren Führerschein ein. Entweder sie machen die MPU oder warten ein Jahr. Ist es so ein Ding?
Reini, falls du glaubst, du bekommst den einfach so wieder. Also, Bayern hat sicherlich so Sondergesetze und so, aber hier in Norddeutschland ist das so, vielleicht mal so aufgeklärt, wenn da jemand kommt und den einkassiert, dann ist der weg. Und dann musst du dich drum kümmern. Und da führt auch kein Weg dran vorbei. Ne? Und jetzt ist mir die ganze Kohle inzwischen natürlich auch flöten gegangen. Ja, vorhin wurde doch nochmal gefragt, wie das finanziell ist bei dir. Flöten gegangen. Die Kohle ist flöten. Ja, vielen Dank. Weil als ich mein Auto hatte, habe ich natürlich viel im Auto gepennt. Jetzt habe ich natürlich kein Auto mehr zum Pennen drinnen, habe auch keine Wohnung und kein Haus mehr. Deswegen, ja. Wie war jetzt die Frage? Also aktuell so. Okay, kein YouTube, kein Auto mehr. Wow, und irgendwie voll fresh die Nachrichten so. Ich muss erstmal kurz mich hinlegen und es irgendwie verarbeiten, so irgendwie so Working Space mäßig so. Wow, ey, krasse Nachrichten so. Wow, ich bin voll weggeflasht gerade. Leider. Aber auch kein Führerschein. Also, welcher Stadt bist du denn gerade so unterwegs? Stuttgart. Hat er doch jetzt schon gesagt. Stuttgart. Steht auf dem Titel. Steht im Titel. Oh. Entschuldigung, mein Fehler. Köln. Ich bin in Berlin. Berlin. Oh Mann. Ja, man kommt durcheinander. Tatsächlich. In Berlin? In Berlin. Ich bin in Berlin. Krass. Das ist übelst krass. In Berlin. So Drari in Berlin. Boah, ey. Da macht sich ja der Himmel auf, wenn ich das höre. Kennst du Wilhelmshaven? Frage, wo bist du gerade? In Berlin. Krass, in Berlin. Kennst du Wilhelmshaven? Ja, die andere, zweite bedeutende Großstadt in Deutschland. Neben Berlin und Wilhelmshaven. Es gab ja ständig diesen Streit. Wer wird dann später Hauptstadt von Deutschland? Ne? Schon die alten Preußen wollten ja eher das Wilhelmshaven. Aber gab es die Stadt eigentlich bei den Preußen? Man weiß es nicht. Ja, Kaiser Wilhelm wäre stolz auf diesen Mann gewesen. Wilhelmshaven. Also ich war schon mal in Wilhelmshaven, schon öfter. Ich war sogar beruflich bedingt mal in Wilhelmshaven. Wenn auch nur für eine kurze Zeit, aber da bin ich immer durch die Fußgängerzone gelaufen bei Wilhelmshaven. Ja, ich sag mal so, wie erkläre ich es jetzt? Also, es gibt, wenn du Leute in Wilhelmshaven fragst, warum sie nicht mehr in Wilhelmshaven wohnen, beziehungsweise warum sie weggezogen sind, also wenn du die woanders fragst, warum die da nicht mehr wohnen, dann sagen die dir meistens eine Begründung und danach kommt ein, ich möchte auch nicht mehr zurück. Mehr möchte ich darüber nicht sagen. Wilhelmshaven, toll, sehr gute Stadt, um U-Boote zu produzieren, aber ansonsten, naja. Ich kenne Wilhelmshaven, ja klar, war ich auch schon mal, ist aber schon ein bisschen her. Und ich war auch schon mal in Brüssel, für ein Wochenende. Okay. Warum machst, also es gibt ja sowas wie Kennst du Wilhelmshaven? Ja. Okay, ich habe noch ein Thema. Warte. Kommt gleich. Ja, das Wilhelmshaven-Thema ist schnell erschöpft. Würde ich auch beim Dating nicht direkt so. Also wenn ihr mal irgendwie ein Dating habt, nicht Wilhelmshaven. Da ist wenig Substanz drin. Ich glaube, das kannst du auch beim Jobcenter so machen. Sie stellen dir dann eine Wohnung zur Verfügung und dann wirst du erstmal Bürgergeld beziehen, damit du dich so ein bisschen mehr aufbauen kannst. Warum machst du das nicht? Machen sie bei mir nicht oder ist bei mir... Der Typ kennt sich richtig aus, ne? Du kannst Bürgergeld beziehen, so erstmal so eine ruhigere Kugel schieben. So. Mach das doch. Bau dich erstmal auf. Ja, Drachi, warum machst du das nicht? Sehr schwierig eben aus den gleichen Gründen, warum ich auch keinen neuen Job krieg. Keinen vernünftigen normalen Job krieg oder auch keine Arbeit krieg, weil viele halt einfach Angst wegen den Hatern haben. Ist eine sehr schwierige Angelegenheit bei mir, so wie meistens halt. Warum machst du das denn nicht? Also ich das soll jetzt auch nicht beleidigend drüber kommen, aber Unge zum Beispiel, der... Aber jetzt mal, nehmen wir mal einen, der ähnliche Situation hat wie du, ne? Unge zum Beispiel, du Gronks, ne? Und du weißt nicht, schlecht sein, LeFloid, so... Die sind ja auch gerade nicht obdachlos. Warum du, Reini? Ich meine, ihr wart doch immer eine Liga, ein Team, so. Ist ja, der wohnt ja jetzt in einem anderen Land. Warum zum Beispiel gehst du nicht in einem anderen Land und da gibt's ja keinen Hater mehr, denke ich.
Ja, in das Anti-Hater-Land, da würde ich auch gerne drin leben. Wo ist das nochmal? Wo? Sag mir das auf der Karte. Ich glaube nicht, dass die Hater irgendwie nach einem Ausland fahren und dann dich irgendwie belästigen. Nein, fahren die nicht. Machen die nicht. 100, 100%, 1000, 1 Milliarde prozentig nicht. Naja, zunächst mal hat Unge wahrscheinlich ein paar Millionen auf dem Konto. Oder Ach so, stimmt. Das war der Unterschied zwischen euch. Ah, ja, wenn man länger drüber nachkommt. Ich wäre auch noch drauf gekommen. Ja. zumindest mehrere hunderttausend, also kann er sich das finanziell leisten. Das ist nicht bei mir der Fall. Mach dir nichts draus, Drachi. Wenn wir noch beim nächsten Track, ne, wir haben ja schon einmal Hashtag Blueschnur. Beim nächsten Mal nehmen wir den richtig auseinander, dass der uns Schmerzensgeld bezahlen muss. Und dann sind wir fein raus. Schön wäre es natürlich, wenn es so der Fall wäre. Aber grundsätzlich, warte mal kurz. Wenn ihr Fotos machen wollt, kommt da kurz her, bitte. Aber nicht irgendwie so aus dem Hintergrund Fotos machen. Mag ich nicht. Das mag ich nicht. Achso, dann machen wir es nicht. Warte mal kurz. Und schön leise sein, weil ich habe den Livestream an. Er ist so rücksichtsvoll, oder? Hm. Alles klar. Mit dir auch noch? Ja. Danke, danke, Kein danke. Ding. Jo, kein Ding, ne? Danke nochmal. Jo, ciao. Und bleib sauber. Ja, und immer rechtstreu. Ja. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ha. Steh immerhin stehen geblieben. Russland, ach so. Ja, wie gesagt, liegt am Finanziellen in erster Linie. So, weißt du, liegt am Finanziellen. Das heißt, wenn ich dem Bengel jetzt eine Million gebe, dann geht der ins Ausland? Leute. Hat jeder gerade 10 Euro auf der Tasche? Wir schmeißen zusammen. Du kannst nicht einfach mal mit, keine Ahnung, 20 Euro ins Ausland fahren und im Ausland leben. Das funktioniert nicht. Das wird dich finanziell killen. Ist nicht so einfach, ne? Ja, spricht der große Weise aus dem Morgenland. Mit 20 Euro im Ausland ist nicht so einfach. Da hat er recht. Na gut, du, ich mache heute nur relativ kurze Streams. Ich würde noch mal jemand anderen gerne reinnehmen, wenn du nichts dagegen hast. Vielleicht jemanden, der die letzten Monate nicht verschlafen hat. Nein, das ist doch schön. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, komm, einer geht noch. Eine darfst du noch stellen, ja. Eine darfst du noch. Ich bin heute rein die Großzügigkeitsmeister. Oh, das ist doch schön. Wenn es schnell geht. Wenn's schnell geht. Also ich weiß jetzt nicht, ob du musst mir da die aber anders so beantworten, sodass TikTok dich nicht sperrt. 18 hochgeladen, sag ich mal. Ja. Was ist jetzt eigentlich damit mit diesen Videos? Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Was ist mit den Videos ab 18? Ja, gute Frage. Was ist eigentlich damit? Also die sind ja immer noch online prinzipiell. Und davon kriegst du jetzt zum Beispiel kein Geld oder so. Also ich meine, wenn man solche Videos hochlädt, da kriegt man ja eigentlich noch Kriege ich ein. da. Also. Nein, wir kriegen Schmerzensgeld, wenn wir das gucken. Und deswegen guckt das keiner. Ganz große Warnung an alle. Niemand guckt das. Viel. Und ja, mach halt alles sowas. Das ist eine der Sachen. Die Hater sagen immer, ich bettel um alles, ne? Wobei jetzt im Moment im Bett. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich ja für alles arbeite eigentlich. Oder Ja, wenn ich die Augen zumache, ja, dann ist allerdings hier auch mein Raum aufgeräumt und alles ist aus Gold. ich versuche es zumindest. Und auch das ist für mich Minijob. eine Arbeit, die ich einfach gerne machen möchte und der ich nachgehen möchte. Und das ist einfach gefällt mir, das mache ich gerne, unabhängig vom Finanziellen. Und warum soll ich das ja trotzdem auch machen? Und finanziell lohnt sich zwar nicht, aber auch finanziell bekomme ich halt auch was dafür, wenn auch nicht viel. Ja, krass. Krass, das waren voll viele Worte, ey. Wo nimmst du die her? Das war wie ein Wasserfall an Grammatik auf mich runter. So, ey, boah, ich bin erschlagen. Ja, trink erstmal einen Kaffee, Mann. Also, dann danke ich dir. Wie gesagt, es geht jetzt nicht gegen dich, aber ich möchte noch jemanden dran nehmen und ich mache nicht allzu lange gerade.
noch. Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Danke dir für dein Dabeisein, für deine Fragen. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Stream wieder. Ja, wenn es wieder heißt, Drari redet mit Leuten, die die letzten halben Jahre verschlafen haben. Oh ja, ein tolles Format. Ach, wen nimmt er jetzt rein? Fragen wir uns. Vielleicht die Steini vom letzten Mal. Der wollte doch noch mit dir matchen. Oder vielleicht hast du Glück und die Astro Astrid hat doch noch Zeit für dich heute. Und ich habe Pech, mein Tee ist leer. Ich guck mal in die Tasse, wie spät das ist. Ja, das Stream sollte eigentlich jetzt vorbei sein. Vielleicht. Hau rein. Leute. Ja, anstrengend, ne? Boah, die ganzen Gespräche. Wie angenehm. Achso, ja, meinte ich. Sehr angenehm. Boah, überhaupt keine Arbeit. Wie angenehm, mal vernünftige Leute im Stream dabei zu haben. Mit ja, der war sehr vernünftig gerade. Mit denen man reden kann. Finde ich richtig gut. So. Er liebt es, wenn jemand anruft, ihn Fragen stellt und er die beantworten kann, ne? Oh. Und hin und wieder kommt jemand, sagt, kann ich Foto machen? Oh ja, endlich mal vernünftige Leute um mich herum. Ach, ja. Ja, kannst du bitte mehr Luft zu fächeln, bitte? Ja. Und die Trauben immer von oben. Und nur schokolierte Trauben. Oh Gott, es sind 28 Leute. Ja, jetzt nimm eine Frau jetzt mal, wegen Gender und so. Nur deswegen. Ich kann nur noch einen reinnehmen. Nee. Warum? Also warum kann er nur noch eine reinnehmen? Weil das ist jetzt so. Das sind die Gesetze. Ich habe die nicht gemacht. Leon Mascher ist ja im Moment nicht da, glaube ich. Oh, wie schade. Das hätte jetzt nochmal einen intellektuellen Schwung nach oben gegeben. Schade. Sonst hätte ich ihn nochmal kurz reingenommen, auch wenn ich echt nicht viel Zeit habe. Der gütige Drache hätte Leon Mascher noch teilhaben lassen. Och, wie lieb von ihm, wie lieb. Hat beim letzten Mal doch schon so gut funktioniert. Ihr zwei zusammen, das ist, ja. Warum nehmt ihr nicht als Team mal mit bei Seven vs. Wild? Das wäre doch was. Two vs. Wild. So, und dann haben wir aus Versehen vergessen, welche Insel es war. Aber ihr könnt euch ein Floß bauen. Okay, wisst ihr was? Ich tippe einfach irgendwo hin und nehme einfach irgendjemanden rein. Sehr, sehr gut. So entstehen die besten Geschichten. Moin, moin. Oh, Ludi, Achtung, einer von uns. Moin, moin. Servus. Wie geht's? Und? Och. Och ja, geht ganz gut. Ja, die Frage habe ich jetzt schon länger hier. Jetzt hör doch mal auf, immer die gleiche Frage zu stellen. Man friert sich so die Eier ab, ne? Ja, danke. Danke. Du brauchst eine Eierwärme. Also, bist du gerade in Berlin? Nein, Stuttgart hatten wir auch schon. Ich bin in Berlin, ja. Also, ja. Jo, und zwar, ich hätte eine Frage an dich. Eine Frage. Wegen der Hamster noch. Hör jetzt mal auf, wegen der Hamster zu fragen. Ja, ist präsent gerade. Jetzt kommt's. Und zwar, was ist so ein Ziel, das du persönlich noch für dich im Leben erreichen willst? Weil du hast ja zum Beispiel schon eine Community und alles. So eine Anti-Werbung-Community. Aber es gibt ja bestimmt noch mehr, was man erreichen will. Was sind deine Träume für die nächsten Jahre, Drachi? Oh ja, die Frage hätte von mir sein können. Ist das mit den 8 Kindern noch aktuell oder bist du da mittlerweile von der Anzahl etwas nach unten gerückt, will ich mal fragen. Und ansonsten, wie sieht's aus karrieremäßig? Wo möchtest du durchstarten? Beantworte diese Fragen jetzt alle in dem wunderbaren TikTok-Format. Ich setze mir große und ich setze mir kleine Ziele. Große Ziele sind die quasi, die man sich irgendwie nur in gefühlt 300 Jahren erreichen kann oder so. Ja. Die kleinen Ziele sind die Ziele, die man sich so Tag für Tag neu setzen kann oder so für Woche. Also kleine Ziele, heute mal 10 Liegestütze machen, große Ziele, berühmt werden. Also eine ist eher eine Vision, wie du meinst, ne? Oh, apropos, wo ich gerade Liegestütze sage, ne? Ich wollte ja mal wieder ein bisschen anfangen, Sport zu machen und hab mir gedacht, so, mittelfristiges Ziel ist mal wieder 100 Liegestütze am Tag. Ich hatte das schon mal. Das ist irgendwie eingeschlafen, weiß auch nicht warum. Ja, gestern oder vorgestern habe ich dann so 30, 40 gemacht, also immer in 10er-Paketen, nicht, dass jetzt einer denkt, der Mahlzahn wäre jetzt der Supersportler. Und heute hatte ich so ein bisschen Muskelkater. Aber ich bleib dran, Leute. 100 ist das Ziel.
So, Anfang, Mitte Februar haben wir 100 am Tag. Und dann, Sky is Limit. Und Drachi, deine Ziele? Gesundheit, Huste, egal. Okay. Im Moment Ziel noch ein bisschen länger in Berlin zu sein. Mein großes Ziel ist, länger in Berlin zu sein. Mein kleines Ziel ist, heute Abend nicht hinzufallen auf dem Weg nach dem Hotel. Okay. Ja, cool. Super. Hab vorhin im Livestream schon mal erwähnt, Odyssey und so weiter. Da gibt es ein paar Links und alles. Habe ich jetzt festgestellt, darf ich nicht so erzählen. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Deswegen sage ich, Odyssey gibt Links. Mhm. Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass ich da halt momentan versuche, von Leuten Unterstützung zu bekommen. Und dann macht er die Augen so auf, so. Unterstützung. Ich meine euch jetzt, ich meine euch jetzt. So, wir haben hier gerade, kurz nochmal Pause, wir haben hier gerade Qualitätsstream, ne? Also wirklich, wo auch noch später man sagen kann, oh gut, dass ich bei dem Ereignis dabei live war. Wisst ihr, wie viele Leute das gerade verfolgen? Die Zahl unten eingeblendet? 4.200. Die gucken gerade zu, wie Reini da auf dem Potsdamer Platz rumeiert. Ja, jetzt versteht man auch, warum Leon Mascher über 2 Millionen Abonnenten hat. Man kriegt es dann irgendwann zusammen. Okay, dann mache ich jetzt auch TikTok. Odyssey-Account? Ja. Ja, mit deinen Augen, es ist nicht schön. Und ja, keine Ahnung, wie es sich halt so ergibt, ne? Je nachdem, jetzt habe ich Bärchenohren. Je nachdem, wie es sich so ergibt und was sich so erreichen lässt und alles, keine Ahnung. Und was sind deine Ziele? Ja, je nachdem, was man so erreichen lässt, was man so angeht, was man so angeht, mal gucken, wir werden sehen. Ach so, okay, super. Ich liebe konkrete Sachen. Muss man halt mal schauen, Alter. Muss man gesehen haben. Ist hier viel los gerade. Ja, ist Berlin. Also im Moment ist mein Ziel, erst einmal bis Montag irgendwie unentdeckt zu bleiben und bis Montag genug Geld reinzukriegen, um vielleicht im Idealfall noch ein paar Tage oder noch eine Woche im Idealfall oder auch noch 2 Wochen im Idealfall in Berlin zu bleiben. Also oh, schöne Aussichten. Leute, das bedeutet, das war jetzt nicht der letzte Stream. Das bedeutet, das war jetzt die große Stream-Offensive hat gerade erst begonnen. Uff. Ich bin ehrlich mit euch, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Und es bröckelt jetzt schon an meiner Front. Also der Drachi ist da sehr hartnäckig mit seinem Panzer öfter mal gegengedöngelt. Hätte er nicht sagen können, ja, morgen verschwinde ich wieder und dann mache ich wieder einen Monat Pause. Mein Hauptziel im Moment ist, für die nächsten 2 Wochen eigentlich die Kohle reinzubekommen, dass ich noch 2 Wochen in Berlin bleiben kann. Wenn das nicht der Fall ist, wird es wohl Anfang Mitte nächster Woche zurück nach Nürnberg gehen, beziehungsweise nach Neustadt-Aisch, beziehungsweise halt in mein Kies. In mein Kies. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass die Kohle nicht reicht. Zu sagen. Achso, also versuchst du ein bisschen unterm Radar zu bleiben. Naja, das ist schwierig, wenn man mitten in Berlin ist und streamt, ne? Ja, Schlaufuchs, wäre dir das nicht eher aufgefallen? So, ja, das kann ich verstehen. Also ich versuche nicht unbedingt unter dem Radar zu bleiben. Natürlich möchte ich nach Möglichkeit nicht von Leuten irgendwie angegriffen werden oder so. Aber zum anderen möchte ich natürlich auch irgendwie trotzdem die Kohle verdienen. Und das ist in meinem Beruf oder in meiner Situation halt mit dem Beruf ein bisschen schwierig, ne? Ja. Was ist denn jetzt eigentlich beruflich? TikToker? Wie nennt man das jetzt? Wenn du halt nur noch alberne Videos machst. Gibt es da noch eine Berufsbezeichnung für? Da kann man den Leuten dann auch nicht einfach mal sagen, Runner von meinem Grundstück, ne? Also. Runner von meinem Grundstück, kannst du doch nicht einfach sagen, ne? Kannst du nicht sagen, du. Oh, ist das doch vielleicht ein Hater? Wir wissen es nicht. So. Das geht nicht so in Berlin. Das Runner von meinem Grundstück habe ich ja nur deswegen gemacht, weil die Leute immer mein Grundstück belästigt haben, weißt du? Oder auf mich, oder auf meine Sachen losgegangen sind, meine Sachen randaliert haben, meine Fenster eingeworfen haben, über Zaun geklettert sind, mein Tor kaputt gemacht haben und vieles mehr, ne? Ja. Das ist ja jetzt nicht, weil das existiert ja nicht mehr, beziehungsweise es existiert noch, aber halt ist nicht mehr mein Eigentum. Von daher geht es mir mittlerweile am Eimer vorbei, um es freundlich auszudrücken. Okay. Das heißt, wer möchte, darf gerne einen Energy Drink vor die Tür stellen. Tut euch keinen Zwang an. Drari hat's erlaubt. Drari gibt grünes Licht. So, ja. Deswegen ist mir das auch wurscht. So, sollen sie doch machen, was sie wollen, das ist nicht mein Bier. Okay. Ja, das war auch schon meine Frage eigentlich.
Ja, toll. Dankeschön für diese sehr spannende Frage. Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke dir. Jo, danke, ciao. Ja, jetzt wollte er keinen mehr reinnehmen. Mal gucken, ob er seine Versprechen halten kann. Jo, hau rein. Ja, ciao, ciao. Jetzt sehr gut. So, muss ich mal kurz eben picken. 13 Minuten. Ja, komm, einen machen wir noch. Und Berliner hat immer auch ein bisschen Verspätung. Die Busse fahren nicht richtig und regelmäßig. Da einen kannst du noch. Einer ist keiner. Komm jetzt. Ich weiß jetzt noch gar nicht. Nehme ich noch einen letzten Gast rein? Ja, komm, schon. Einen für uns jetzt. Einen für die Community. Kommt, wenn's schnell geht, nehme ich noch einen letzten rein. Zack. Und eine Frau. Jetzt eine Frau. Jetzt eine Frau. Wisst ihr, ich habe immer so die Sache, wenn ich sehe, dass ein weibliches Profilbild. Ja. Ja, was ist denn dann, wenn dann weibliches Profilbild ist? Was ist dann? Was löst das in dir aus? Oh, wie schön, dass er jetzt drauf eingeht. Alles, ne? Habe ich immer die Situation, dass ich glaube, dass das grundsätzlich eine Haterin ist. Nein, wie kommst du darauf? Wie völlig absurd. Wie kommst du darauf? Das ist einfach eine nette Frau, die will sich mit dir unterhalten, wie die Typen gerade eben auch. Die möchte auch fragen, warum man in Berlin nicht sagen kann, runter von meinem Grundstück. Das geht nicht gegen die Frauen oder die Damen, die das sind, sondern ich habe da einfach von vornherein einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, jetzt nimm die Frau. Jetzt hör auf zu reden und nimm die jetzt. Wir probieren es trotzdem mal. Ah. Okay. So, ich hoffe, es ist eine nette. Mache ich, dass sie eine Frau ist, sondern weil wir schon zwei Kerle hatten. Genau, hier, Gender. Hi, Drachenlord. Hi, Drachenlord, ich bin's, Nancy. Es kann doch keine Hederin sein, Leute. Der ist auch rein, die Sonnenschein wieder da. Drachenlord. Ich heiße jetzt Drache offiziell. Olle Zimmer, hast du das mitgekriegt? Der andere hat auch nicht mitgekriegt, dass ich nicht mehr in der Schanze wohne. Ich spule nochmal zurück. Ah, das war so erfrischend. Hi, Drachenlord. Hi. Hi, na? Wie geht's? Wie steht's? Ah, es funktioniert doch. Hallo. Alles klar? Mensch, bist du jetzt bei TikTok? Bist du jetzt bei TikTok? Oh, cool. Oh, richtig nice. Oh, ist das schön, dass er sie noch reingenommen hat. Wow. Okay. Man fragt sich, warum er je mit Männern geredet hat. Hi, bist du bei TikTok? Okay, wie kommt's? Erzähl, was passiert ist. Okay, Leute, ich mach weiter. Ich bin schon die ganze Zeit auf TikTok. Nur ich Ja. habe noch nicht Macht auf TikTok bisher. Also Nur ich hab. relativ wenig. Vor auf meinem vorherigen Account, der ist ja gesperrt worden. Und Ja. ich ging. Ja. Ehrlich? Wieso? Wann denn? Bedingungen verstoßen habe. Aber da Also. ist TikTok ein bisschen kulanter zum Glück als YouTube. Ja. Und davon. Ja. Er lässt sie auch nicht ausreden. Drachi, halt doch mal die Sammelluke. Sie will doch was sagen. Lass sie doch mal was sagen. Ach, ist das schön. Ah, es ist Drachi nach der Woche gerade. Versüßt du mir gerade den Tag. Ah, du hast echt in der letzten Zeit so viel Mist ins Internet gemeldet. Aber das alleine jetzt schon. Jetzt kannst du dich schön wegdrücken. Es ist alles verziehen. Hi, Drachenlord. Ach, Mann, Mann, Mann. So, nochmal wieder zurück. Machen zumindest.
Also Rainer, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dir und ich bin auch so froh gerade, dass ich dich hier bei TikTok sehe, hör mal. Ja, hör mal. Ja. Wow, okay, was hat Raini Sonnenschein gemacht, dass du so ein großer Fan geworden bist? Ja? Ja, 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 auf jeden Fall, Raini. Ja, echt? Kannst du mir zurückfolgen? Oh ja, macht mal ein Match mit Bild, bitte. Habe ich gerade getan. Was ist das unangenehm? Und Leute, wie er guckt. Ach ja, einmal noch 14 sein. Oh, ich hab's vermisst. Stimmt, war ja was. Ah nee, er ist ja 33, Entschuldigung. War mein Fehler. Also ich würde auch mal gern mit dir live gehen, ne, und quatschen. Also ich habe auch damals Videos von dir irgendwie gepostet, aber die wurden gesperrt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß überhaupt nicht warum. Ich weiß, was ist hier los? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, geh doch mit der mal live. Mal gucken. Vielleicht hat die auch ein angenehmes Hobby. Vielleicht legt sie auch Karten. Ist ja auch egal. Ich glaube, TikTok gönnt ihr einfach nicht. Ja, TikTok. Richtiger Hater. Ich hasse das. TikTok gönnt ihr nicht. Gönnt ihr nicht, Drachenlord. Aber ja. Es gibt ja auch genug. Musst du mal sehen, wenn Leute meine Sachen irgendwie restreamen oder re-hochladen. Re-hochladen? Ja. Gibt's auch viele meiner Zuschauer, neutralen Personen dann, die dann hergehen und das halt melden, weil es halt eigentlich mein Content. Ja, ich hatte so Bilder von uns zusammengestellt und. Ja, die Bilder. Warum hast du denn die Zeit damit investiert? Was für Bilder? Und dein Sound benutzt, wo du so redest und das wird einfach gesperrt. Voll schade. Oh ja, das ist richtig. Voll schade, ey. Weißt du, das war so ein Bild, da habe ich uns so zusammen so, das war total schön und dann kam der Sound so, halt dein Maul, das war richtig schön. Und ein anderes Bild, da habe ich mich so dahingesetzt und dann kam so der Sound, warum liegt da eine Wurst? Und dann ein anderes Bild, das war so, da habe ich mich schon mal so, da wo das japanische Bad irgendwann entstehen soll, da habe ich mich da so reingeschnitten ins Bild und dann hast du gerade gesagt, runter von meinem Grundstück. Es war so schön einfach. Oh, und dann wurde es einfach gesperrt, ja. Dinge passieren. Das kann ich natürlich so eine Beurteilung gesehen, aber es kommt auch darauf an, manchmal, wenn was positiv ist, wird es auch sehr gerne schnell von Hatern halt gepostet, ne? Beziehungsweise von Hatern. Gemeldet, ja. Ja, gemeldet heißt das, nicht gepostet. Oh, Entschuldigung, Drachenlord. Ja. Es kommt immer wieder. Ja. Also bist du öfters live bei TikTok? Nein, bin ich nicht. Nur dieses Wochenende, um Malzahn zu nerven und alle anderen, die eigentlich keine Zeit haben. Grüße gehen raus an Mad Dog und Dracata. Die haben auch alle keine Zeit. Ach, ist das schön. Ja, Raini, bist du eigentlich öfter bei TikTok? Erzähl mal. Zur Zeit ja, das kommt jetzt drauf an, wie es jetzt weitergeht. Oh, ist die gut, die gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich morgen nochmal live bin. Montag bin ich, wenn ich finanziell besser hinhaue, habe ich ja vorhin schon gesagt, danke Leute. Wenn es finanziell besser hinhaut, Montag noch länger in Berlin, dann wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Streams die Woche geben. Und auch ein paar Videos. Ja. Account. Aber wenn ich dann bis Montag nicht die Kohle zusammenbekomme, dass ich noch ein paar Tage Hotel oder was mir in Berlin leisten kann, gehe ich Montag zurück nach Bayern und dann, oder nach Franken und dann muss ich gucken, wo ich dann da weitermache. Ja, danke, dass du die Geschichte nochmal erzählt hast. Hatten wir eben gerade, aber hey, sie hat nett gefragt. Komm, da hätte ich es auch nochmal erzählt. Ja, wahrscheinlich, also da wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Das wird auf jeden Fall alles klappen. Du bist ja also, ne? Und warum wird das alles klappen? Warum? Du bist ja auf jeden Fall, ich meine, du bist der Drachenlord, okay? Du schaffst alles, wenn du nur dran glaubst. Du bist ein ganz kräftiger Junge, du schaffst das schon. Du bist ganz kräftiger Junge. Ich weiß nicht, du bist so ein Knorker-Typ, einfach. Hier, Hashtag Bruschnur und so. Du bist Knorke-Töfte, du bist einfach irgendwie astrein, so richtig. Ich mag dich. Alles. Aber es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir mal zusammen live gehen könnten. Also so richtig live jetzt, ne? Jetzt nicht als Gastanfrage. Nee, nicht als Gastanfrage, sondern richtig live, so du und ich, gleichberechtigt. Das würde mich freuen. Und dann uns auch vernünftig so unterhalten könnten, das würde mich echt freuen.
Ja, vernünftig bei TikTok unterhalten. Schon jetzt einen Daumen hoch. Freue ich mich drauf. Kriegen wir bestimmt mal hin. Ich habe dir mal zurückgefolgt. Du kannst mir ja auch jederzeit jetzt schreiben, wenn du mir auch folgst. Ja, kannst wir können ja gleich nach dem Stream einmal schreiben. Ja, okay. Wo schläfst du denn heute Nacht in Berlin? Also, ich wohne in der WG. Komm doch einfach vorbei. Überhaupt kein Problem. Die freuen sich alle. Die mögen dich. Wir haben ja so einen großen Drachi-Schrein. Also, sie hat ihn aber sofort um den Finger. So, zack. Medusa hat zugeschlagen. Drachi, halt dir die Ohren zu. Sie hat dich gefangen. Ah, im Würgegriff. Drachi. Alles klar. Gut, dann... Ja. Dann bis gleich, Leute. Ja, komm hier, wirk uns ab. Jetzt ist okay, du hast jetzt ein Ziel. Zack, Fokus setzen, Drachi. Und jetzt nicht mehr die Krähen angucken, sondern jetzt ran an die Maus da. Die freut sich. Ja, super, freut mich, dich hier bei TikTok zu sehen. Und ich wünsche dir alles Gute, Rainer, ne? Also... Sag doch ruhig Drachenlord, das war noch schöner, als du Drachenlord gesagt hast. Bleib in Kontakt, ne? Ja, okay, wir bleiben in Kontakt. Überhaupt kein Problem, ich freue mich. Na klar, dann danke ich dir. Ja klar. Bei dir habe ich schon mal das Plus weggemacht. Ja. Jo, kein Problem. Jo. Schönen Tag noch, Rainer. Tschüss. Ja, tschüss, Rainer. Tschüss, Vanessa. So. Okay, Quizfrage an alle. Kommt erstmal wieder runter. Von der Stimmmelodie würde ich jetzt sagen, die hat nicht alles direkt ernst gemeint von dem, was sie gesagt hat. Aber was weiß ich schon, ne? Ich habe Menschenkenntnis minus 5 für einen Mahlzahn. Bei Drachi, der ist ein genau, der ist da sehr, sehr feinfühlig. Empathielord wird es erahnen. Das war doch ein sehr netter Abschluss zum Ende hin. Zack, gleich gefangen im Netz. Ja, okay, sie hat dich. Dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei, beim nächsten Video. Ja, ist jetzt auch ein bisschen wuschig, ne? Verstehe ich. Wenn ich mal live wäre und jemand würde sagen, Herr Mahlzahn, wuhu. Hi, oh, wie schön. Ah, ist das schlimm gewesen. Ah, ich mache das Video gleich fertig, dann höre ich es mir nochmal an. Ist einfach zu schön. Und mal ein bisschen die Kamera nach oben halten, damit ich nicht jeden aufnehme. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream. Haut rein, bis dahin, euer Drache. Und tschö, tschö. Und danke für die Unterstützung. Ja, sehr gerne. Wie immer sehr gerne. Hier unten wird eingeblendet 33 Euro. Also jetzt beim zweiten Stream. Nehmen wir es mal an. Das hat er sich auch wieder hart erarbeitet. Hart erarbeitet. Er hat sich immerhin getraut, eine Frau mit in den Stream zu nehmen. Ach, Leute. Ja, also die Stimmung ist jetzt gut. Jetzt ist sie gut. Mann, schade, dass sie keinen Namen hat. Aber die hat die... die hat den tristen Abend hier wieder mir versüßt. Sehr schön. So, jetzt habe ich aber jetzt... Ich habe mir jetzt gerade... Ich habe Bock. Jetzt habe ich Bock. Wo ist mein Instrument? Achso, er muss erstmal noch Tschüss sagen. Ja, okay, dann sag halt nichts. Ja, dann sage ich das für euch, also im Sinne von der Drache möchte sagen Medal of, Drache offiziell, Medal of. Der Drache möchte auch noch, Drache, oh Mensch, ey, das ist so ein komplizierter Name. Rainer möchte auch noch sagen, dass ihr alle zu Struwwelrainer gehen sollt. Also Rainer möchte zu Struwwelrainer, also guckt euch das an, ist jetzt wirklich ernst gemeint. Am Sonntag geht das online, hatte ich alles schon gesagt, aber ich bin auch gerade so ein bisschen verwirrt einfach. Ihr wisst, wie das ist. Ja, so, dann, da jetzt machen wir ein wunderschönes Gitarrenlied von der Frau. Oh, wir machen auf jeden Fall was mit den beiden, oder? Immerhin war er so mutig, sie ranzunehmen und sie... ja, sie war auch einfach eine Frohnatur. Kann man nicht anders sagen. Also, 10 Minuten zum Runterkommen. Könnt ihr das auch nochmal anhören jetzt in der Zeit. nochmal nachhören einfach. Und dann geht's mit der Musik weiter. Einmal im Leben. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Vielleicht bin ich gleich im Stream. Ein Gast nimmt er noch. Das ist hier so intim. Ich lausche ihm schon länger, weiß nicht wohin mit mir.
Das ist ja meine letzte Chance. Ich möchte so gern zu dir. Einmal im Leben, einmal mit dir. Einmal im Leben zusammen sein. Nur einmal im Leben, einmal mit dir. Du für mich und ich bin dein. Ich streame hier schon etwas und bald ist auch mal Schluss. Dann geh ich wieder offline, verpass uns meinen Bus. Okay, einen Gast könnte ich noch, das Profilbild spricht mich an. Ich bin ein bisschen unsicher, das ist eine Frau und kein Mann. Einmal im Leben, einmal mit dir. Einmal im Leben zusammen sein. Einmal im Leben, einmal mit dir. Du für mich und ich bin dein. Ich nehm sie dazu. Mein Herz bleibt kurz stehen. Hat mich dazu geholt und alle können uns sehen. Ich sag, hi, mein Drachenlord. Sie begrüßt mich mit Drachenlord. Wie schön es ist, hier zu sein. Ich häng an deinem Wort. Ich hör nicht auf zu lächeln. Ich fühl mich wie verzaubert. Mach doch mal das Plus weg. Na klar, hier wird nicht gezaudert. Sprechen wir uns gleich nochmal, wenn wir beide offline sind. Das wollte ich gerade auch fragen. Hier weht so ein heißer Wind. Einmal im Leben, einmal mit dir. Einmal im Leben zusammen sein. Einmal im Leben, einmal mit dir. Du für mich und ich bin dein. Einmal im Leben, einmal mit dir. Einmal im Leben zusammen sein. Einmal im Leben, einmal mit dir. Du für mich und ich bin dein. Du für mich und ich bin dein. Match. Oh. So, das war's von mir, von eurem Herrn Malzahn. Schön, dass ihr dabei wart. Wieso seid ihr hier? Struffelreiner, sofort hingehen oder nochmal hingehen, immer wieder hingehen, das ist wichtig. Ja, wie schön, dass dieser Stream noch eine positive Wendung hatte. Ich freue mich, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Checkt die anderen Kasper aus, hier in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, wir hören uns, wir freuen uns und... Metal.